Die Panamericana, die längste Straße der Welt. Über 30.000 Kilometer verläuft sie von der äußersten Spitze Alaskas im Norden bis zum südlichsten Punkt Patagoniens in Argentinien. Sie durchquert dabei insgesamt 17 Staaten und fungiert als wichtige Verbindungsstrecke zwischen Nord- und Südamerika. Doch an einer sehr wichtigen Stelle ist die Straße bis heute unterbrochen und sie endet in beiden Richtungen ziemlich abrupt. Die Rede ist vom Darien Gap, einer der gefährlichsten Regionen der Erde. Die oft auch als grüne Hölle bezeichnete Region befindet sich zwischen Panama und Kolumbien und stellt die einzige Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika dar. Doch wieso kann trotz modernster Technik bis heute diese Region nicht bezwungen werden? Welche Geheimnisse verbergen sich im Darien und warum gilt er als eine der gefährlichsten Regionen der Welt? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Der Darien zieht bereits seit Jahrhunderten Abenteurer aus aller Welt an. Die ersten, die dabei in der Nähe der heutigen Region Darien landeten, waren die Spanier. Der spanische Entdecker Vasco Núñez de Balboa erreichte zu Beginn des 16. Jahrhunderts Panama und er war auch der erste Europäer, der die Pazifikseite Amerikas erreichte. Er gründete dort die Stadt Panama City, die sich in der Folge zu einem der wichtigsten Umschlagsplätze in Amerika entwickelte. Das Gold und Silber aus Peru wurden nämlich in der Stadt umgeschlagen und von dort weiter nach Spanien transportiert. Die weiter östlich von Panama City gelegene Region wurde dabei von den Spaniern lange Zeit vernachlässigt. Und hier sahen die Schotten eine einmalige Chance, in die europäische Kolonialpolitik einzusteigen. 1698 entstand so das Darien-Programm und eine große schottische Flotte erreichte schließlich die Gegend und begann mit der Errichtung einer Siedlung. Doch es kam alles anders als geplant. Die Schotten waren die ersten, die die Tücken des Darien zu spüren bekamen. Dort befindet sich nämlich einer der dichtesten Dschungel der Welt, mit gefährlichen Sumpfgebieten, tödlichen Tieren, Moskitos und schrecklichen Krankheiten. So wurde der Plan nach nur 2 Jahren aufgegeben und die wenigen, die überhaupt überlebten, kehrten zurück nach Schottland. Und tatsächlich war dies auch der einzige Versuch, den Darien wirklich zu besiedeln und an die moderne Welt anzuschließen. Bis heute leben dort nur einige wenige Stämme der indigenen Kuna, die über Jahrhunderte das Leben im Einklang mit dem Dschungel erprobt haben. So endet bis heute die Panamericana in der Kleinstadt Yaviza und beginnt erst wieder in der 100 Kilometer östlich gelegenen Hafenstadt Turbo in Kolumbien. Alles dazwischen ist Urwald und weitestgehend unerschlossen. Es gab dabei natürlich immer wieder Pläne, das Gebiet an die Zivilisation anzuschließen. Aufgrund von einigen Gründen ist dies aber immer wieder gescheitert. Zum einen ist das Terrain, wie bereits erwähnt, sehr schwierig zu durchqueren. Es besteht aus dichtem Regenwald, tiefen Sümpfen und zahlreichen Wasserläufen und Erhöhungen. Das heißt, man müsste zahlreiche Brücken und Tunnel bauen, um das Terrain zu bezwingen, was ein solches Unterfangen extrem teuer und kompliziert macht. Hinzu kommen natürlich noch die zahlreichen Tropenkrankheiten, die die Bauarbeiten weiter erschweren würden. Gesundheitsexperten machten sich zudem auch Sorgen um die Ausbreitung der Maul- und Keulenseuche in Richtung Nordamerika, wenn unbegrenzt Vieh diese Schwelle zwischen beiden Kontinenten überqueren würde. Zudem operieren in diesem Gebiet mittlerweile zahlreiche Terrorgruppen, Menschenschmuggler und Drogenkuriere, die die Abgeschiedenheit für ihre dunklen Machenschaften nutzen. Das erste Mal, dass es jemandem gelang, das Gebiet mit dem Auto zu durchqueren, war übrigens im Jahr 1960. Die 100 Kilometer lange Fahrt in einem Jeep dauerte aber insgesamt 5 Monate. Ich denke, das verdeutlicht nochmal die Tücken dieser Region. Mittlerweile entwickelt sich der Darien dabei zu einer der wichtigsten Migrationsrouten in Richtung Nordamerika. Während bis 2021 schätzungsweise jährlich 10.000 Menschen durch den Urwald geschmuggelt wurden, stieg diese Zahl auf über 90.000 im Jahr 2021 an. Zahlreiche Migranten lassen dabei auf dieser Route ihr Leben oder werden auf dem Weg von Terrorgruppen überfallen. Der Darien ist also wirklich keine Region, in die man sich freiwillig begibt und sie trägt nicht zu Unrecht den Titel als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Dennoch zieht er heute Abenteurer und Extremsportler aus aller Welt magisch an, die diese grüne Hölle bezwingen wollen. So, das war's mit dem Video. Über eine weitere sehr gefährliche Region der Erde habe ich bereits in diesem Video gesprochen. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.